ist wieder Petra Wolf. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr dabei seid. Heute will ich euch wieder ganz was Besonderes zeigen, und zwar ein Gemälde. Ich gebe das jetzt mal hoch. Ach, das habe ich 2021 gemalt. Das gehört zu einer Kollektion. Das Bild heißt Chaos City. Anhand des Namens könnt ihr euch schon vorstellen, was ich da dargestellt habe. Und zwar, ich male ja bekanntlich, was ich fühle. Und das soll die Hektik in der Stadt darstellen. Von der Anonymität bis zur Melancholie, aber auch natürlich die schönen Sachen, die man in einer Stadt erleben kann. Wie das geht, will ich euch jetzt zeigen. Natürlich kann ich nicht ein ganzes Bild in der Richtung darstellen, weil wir einfach nicht genug Zeit haben. Aber ich zeige euch, wie es funktioniert, und ihr macht dann selber weiter und lässt eurer Fantasie freien Lauf. Und das ist der Star dieses Films. Und zwar ist es ein ganz normaler, handelsüblicher Fensterwischer. Meiner ist jetzt schon ganz schön voller Farbe und so. Ich wasche den schon immer ab, aber nach einer Zeit schaut er halt ein bisschen ramponiert aus. Aber ist egal, geht wunderbar. So, also wie fangen wir an? Als erstes eine ganz normale Sprühflasche. Ich werde hier, oder ich benetze die Leinwand mit Wasser. Also ich zeige euch jetzt noch mal kurz das Bild. Ich werde jetzt mit den gleichen Farben arbeiten. Also es ist immer ganz gut, wenn ihr euch die entsprechenden Farben, mit denen ihr arbeiten wollt, schon einmal zusammensucht und euch hinstellt, dass ihr da gleich zugreifen könnt. So, also ich habe jetzt die Leinwand befeuchtet. Dann würde ich jetzt einfach mal mit Weiß und einem Warmgrau, steht da, ich würde fast sagen, das ist so fast ein Beige, anfangen. Ich mache da zwei Punkte. So. Und hier verstreiche ich die Farbe dann, ja? Also ich fange hier in der linken oberen Ecke an und verstreiche die Farbe. So. Und dann gehe ich weiter und verstreiche die Farbe nach unten. Es ist dann oft so, dass die Farbe am Anfang doch ziemlich schnell zu Ende ist. Es ist eine große Leinwand. Die sitzt dann hier ein bisschen fest. Die kann man dann mit dem Finger wieder da drauf machen auf die Leinwand und wieder verstreichen. Oder man gibt dann weitere Farbe auf. So, das war jetzt so ein bisschen wenig Farbe. Müssen wir schon mit mehr arbeiten. So, lasst euch da einfach Zeit und probiert aus. Im Grunde ist das ganze Geheimnis, Farbe auf die Leinwand zu geben und dann mit diesem Fensterwischer zu verstreichen. Und zwar entweder von links nach rechts oder von oben nach unten. So, genau, ihr verteilt die Farbe. Wie gesagt, von oben nach unten und dann von links nach rechts. Und dadurch entstehen ganz viele Vierecke, verschiedene Flächen und Formen. Und dann ist es im Grunde rein optisch, schaut es dann ein bisschen aus wie so wie eine Stadt. Ganz wild, bitte seid da total frei. Ich habe jetzt so mit diesen Farben mal ein bisschen angefangen, dann immer auch wieder von dem Fensterwischer die Farbe abnehmen und dann wieder verteilen, nach unten und zur Seite. Ich werde hier wieder nach einem goldenen Schnitt arbeiten, das heißt, ich werde das erste Drittel hier unten ein bisschen dunkler gestalten und nach oben hin werde ich heller. Dazwischen müsste man im Grunde die Farben immer mal, also ich habe jetzt halt hier eben dieses Beige und das Weiß verwendet, das müsste man mal trocknen lassen und dann wieder mit zwei weiteren Farben weitermachen. Also jetzt kommt wieder ein weiteres Farbenpaar. Ich mag zum Beispiel dieses Green Grey total gern. Und dann haben wir hier noch Elfenbein. Ich finde, dass diese Farben zusammen so schön harmonieren. Und bitte fühlt euch da ganz frei. Ja? Das ist jetzt halt, am Anfang ist es ein bisschen mühselig, da so ein
reinzukommen, in dieses Verstreichen der Farben und Flächen kreieren. Wieder zwei Farbkleckse aufgetragen und schön verstreichen. Man muss genug Farbe auftragen und dann ganz langsam sukzessive das Bild aufbauen und so aufbauen, dass es euch gefällt, also dass ihr das Bild harmonisch findet. Und es dauert aber ein bisschen. Ja. Aber die Technik ist, glaube ich, klar, oder? Also die Technik, dieses Verstreichen der Farbenpaare. Dann nach einer gewissen Zeit bitte kurz mal dann innehalten und die Farben trocknen lassen, dass ihr dann wieder weitermachen könnt und sich das nicht so vermischt, weil die dunklen Farben sollen eben doch eher hier in dem unteren Drittel verbleiben und nicht zu sehr nach oben aufsteigen. So, also, jetzt ist die Leinwand trocken. Ich habe da sogar ganz kurz einfach den Föhn zur Hilfe genommen. Damit kann man eine Leinwand ganz gut abtrocknen, wenn es euch pressiert. Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man jetzt mit so einem Pastell einfach gestisch seine Emotionen wiedergibt. Ja, also einfach ganz groß ausholt und Spaß dabei hat. Und das ist immer wieder irgendwie so eine schöne Spielerei, um so einen gewissen Ernst auch aus so einem Gemälde, wenn man da irgendwie zu unfrei wird. Also wenn man merkt, oh, jetzt will ich das so haben und es gelingt mir nicht und wie könnte ich das machen? Also dann einfach so ein bisschen pausieren, ja, so mit seiner künstlerischen Sprache sich ausdrücken und die Emotionen hier weitergeben. So, jetzt machen wir weiter. Genau, ich nehme die beiden hier. Ich nehme ein Braun, ein dunkles Braun. Das ist, glaube ich, dieses Van Dyck. Und Schwarz ist ja keine Farbe, aber okay. Stimmt das schon? Das ist Schwarz. So, und jetzt werde ich hier das untere Drittel, wie ich gesagt habe, nach dem goldenen Schnitt, einfach dunkler gestalten. Und die Technik ist ja klar, also verziehen, von links nach rechts, so und dann hört es nicht wieder auf, da ist zu wenig Farbe drauf. Ich mache das nochmal ein bisschen nass hier die Leinwand und das verziehe ich aber auch hier in den hellen Bereich, auch schwarz und braun. Leider Gottes gibt mir hier schon wieder die Farbe auf. Also nochmal einen schönen Klecks schwarz und braun. Man kann sich da abstrakt so schön ausdrücken. So, also jetzt haben wir das da. Und was ich auch immer gerne mache, ist, dass ich dann ein bisschen Farbe abnehme und hier verteile auf dem Fensterwischer und Linien stemple im Grunde, ja. Also, so und so. Einfach auch waagrecht und senkrecht. Ein bisschen darauf achten, dass es gerade ist, weil es soll ja an eine Stadt erinnern, das Gemälde. Und das sind ja im Grunde sind es Hochhäuser. Das sind gerade Linien, also keine schiefen, krummen. So, aber kann man ruhig waagrecht und senkrecht mit Schwarz. Kann man dann auch mit den anderen Farben machen. Perfekt. Mir fehlt hier auf alle Fälle noch das Braun. Und dann gehe ich wieder nach oben und fange wieder mit Weiß an und mit Beige und dann wieder mit Elfenbein. Und so baut man langsam das Bild auf. So, jetzt geht's wieder weiter. Ich habe jetzt die Farben wieder getrocknet. Jetzt kommt wieder der schöne Teil mit meinen Ölpastellen. Einfach wild und selbstbewusst und voller Energie, gestisch meine wunderschönen Linien hier schwingen und malen. Und das macht einfach gute Laune. So, ist ein bisschen viel jetzt, aber es wird ja alles immer wieder abgedeckt. Und so kommt ja das Bild wieder eine gewisse Tiefe. Es werden viele Schichten sein
Und in dem Verfahren, wie ich es euch jetzt gerade gezeigt habe, geht es weiter. Jetzt gehe ich wieder nach oben. Die Leinwand ist trocken. Und ich muss sie dann wieder ein bisschen, nachdem ich die Pastellen aufgetragen habe, gehe ich hier wieder mit der unbunten Farbe Weiß hier hoch. Wenn ich das irgendwie schaffe, muss immer auf meine Zehenspitzen irgendwie, dass ich dahinter komme. So, ah nee, nicht mit Schwarz, nee, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich möchte was Helles. Und zwar, was brauche ich jetzt? Ich würde jetzt tatsächlich, ich habe sehr viel Elfenbein, also nehme ich jetzt ein Beige. Das Schöne ist, also ihr baut das Bild so auf, wie es euch gefällt. Für euch ästhetisch ist, kann man sagen, ja? Und da könnt ihr dann wunderbar mit den Gestaltungselementen jonglieren. Also bewusst die Farbe einsetzen und Kontraste setzen. Es muss euch gefallen. Es muss eine gewisse Ordnung bestehen in diesem Bild. Und diese Ordnung prägt eigentlich eure künstlerische Sprache. Zieht eure Flächen. Im Grunde sind es wie so Rechtecke. Baut euch euer Bild auf. Ihr werdet echt überrascht sein. Es ist ein bisschen mühselig, ja? Vor allem für mich, weil ich muss ja jetzt hier sprechen und ich muss dann teilweise muss ich auf meine Zehenspitzen, um dahinter zu kommen. Aber ich kann mich ja da nicht anders hinstellen, weil sonst seht ihr ja nichts. Aber es wird immer. Es ist hier zu wenig feucht, also ich muss ja schon, die Leinwand muss gut angefeuchtet sein, damit man da ein bisschen Farbe verziehen kann. Also nochmal weiß, richtig, man braucht da schon Farbe, ja. Ich bin manchmal da ein bisschen zögerlich, heute bin ich irgendwie ein bisschen zögerlich mit der Farbe, also nehmt Farbe, seid mutig. Ich habe jetzt kein bestimmtes Ziel, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen wird, das Bild. Ich habe nur eine vage Vorstellung und ich versuche, meine Emotionen hier auf die Leinwand zu bekommen. Ich stelle mir das Leben in einer Stadt vor und ich stelle mir das Chaos vor und ich versuche, meine Emotionen hier auf die Leinwand zu bekommen. Und dieses Bild, das ist ja auch so eine persönliche Geschichte. Ja. Jeder baut jetzt dieses Bild anders auf, findet es anders schön ästhetisch. Ja. Jeder hat ein anderes Empfinden für Ästhetik. Ich habe jetzt ja zum Beispiel mal nicht zwei Farben, sondern nur mal eine. Geht auch. Also das Wichtige ist nur die Technik, dass man die Farbe so verzieht, von oben nach unten, von links nach rechts und das Bild dann wirklich aufbaut, dass es harmonisch ausschaut. Natürlich gehört es auch dazu, dass man mal ein bisschen experimentiert. Ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen mehr Farbe stehen lassen. Ihr könnt natürlich auch vieles ausprobieren. Und was ich vorher auch gerade gemacht habe, war, dass ich ein bisschen mehr Farbe aufgetragen habe. Wenn man das dann föhnt, dann bricht die Farbe und das nennt man auch Krakelieren. Also jedenfalls schaut das auch ganz schön aus. Man kann wirklich auch immer wieder experimentieren, was einem so einfällt. Was man auch machen kann, was auch noch so eine Idee von mir ist, ist zum Beispiel, dass man auch so ein Klebeband nimmt und sich was überlegt. Irgendwie, wie man da den Aufbau haben will und das Klebeband dann dementsprechend verteilt und dann drüber malt und dann wieder gleich abzieht, bevor die Farbe trocken ist. Es gibt auch einen schönen Effekt. Also das kann ich euch auch dann nochmal zeigen. Ich mache jetzt hier einfach mal Klebeband dran. Das ist leider Gottes, sollte die Leinwand schön trocken sein, bevor man ein Klebeband aufbringt. Sonst passiert das. Habt ihr das gerade gesehen? Aber ich will es euch halt zeigen, wie das ausschaut. Versuche ich mal, ob ich das so hinkriege. So, dann klebe ich da nochmal. Dann müsste das jetzt schon halten, jetzt einfach mal zu demonstrieren. Klebe ich jetzt aus. Das ist jetzt wirklich nur, um euch das schnell zu zeigen. Das Klebeband. Dann noch bevor die Farbe, wie ich schon gerade sagte, trocknet, gleich wieder abnehmen. Und dann kann man halt wirklich so ganz akkurate Flächen kreieren. Und sowas kann man natürlich auch im Bild verteilen. Also auch wieder so nach seinem ästhetischen Empfinden.
So, also ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen mit Weiß weitergemacht und denkt dran, dann immer auch diese Linien. Ich habe jetzt auf meinem Finger habe ich die Farbe, immer Linien zu stempeln. Das gehört einfach zu der Art vom Bild. Also wenn ihr sowas in der Richtung, wie ich euch das am Anfang gezeigt habe, nachmachen wollt, dann gehört das dazu, dass ihr dann auch immer wieder mal Linien stempelt. Und dazu tragt ihr da die Farbe oder die bunte Farbe oder Buntfarbe oder die unbunte Farbe oder wie auch immer, wie ihr das nennen wollt, auf und stempelt einfach ein paar Linien. Und auch wieder so nach euren ästhetischen Empfinden. Das ist das Wichtige. Ihr sollt wirklich Spaß haben dabei. Also lasst euch da nicht irgendwie, oh Gott, das gefällt mir jetzt nicht, irgendwas, wenn ihr da euch verstempelt habt oder so, die Linie doch nicht so schön aussieht. Ihr macht ja weitere Schichten und immer wieder dann mit Pastellen und dann wieder Farbe verziehen, nach der Technik, die ich erklärt habe. Im Grunde macht man so lange weiter, bis es einem gefällt. Ich habe dann bei meinem Chaos City, das habt ihr ja gesehen, da habe ich dann so Kreise noch gestempelt. Das war eine Backform, die ich angemalt habe. Und die habe ich dann auch noch so, wie es mir gefallen hat, habe ich dann Kreise gestempelt, mit Hilfe der Backform. Das war so eigentlich das allerletzte, was ich dann da gemacht habe. Der letzte Schritt, sagen wir mal so, das war der letzte Schritt. Und denkt auch immer an den Rand, ihr könnt den mit integrieren in das Bild oder ihr macht, also bei dem Chaos City habe ich dazu gemacht, dass ich dann am Schluss einfach einen schwarzen Rand mit einem Schwämmchen gefärbt habe und zwischendrin immer trocknen lassen das Bild. Und dann wieder besprühen mit Wasser und dann wieder Farbe verziehen. Ich zeige euch jetzt noch ein anderes Bild von mir, das habe ich auch so 2021 gemalt, das gehört auch zur Städtekollektion sozusagen. Man kann das natürlich, diese Technik, die ich jetzt euch erklärt habe, auch mit anderen Farben machen. Also sich in andere Farbenwelten begeben. Und das Faszinierende ist, dass man halt da wirklich nur so ein unkonventionelles Werkzeug hat und sowas Tolles kreieren kann. Das macht einfach unheimlich Spaß. Jeder hat so einen Fensterwischer. Und wenn nicht, kann man sich den besorgen und kann einfach loslegen. Also viel Spaß!